Herzlich willkommen zu den beiden. Heute wieder zu zweit, die beiden. Also ab und zu sickert der Name nochmal durch. Ab und zu kommt es doch mal vor. Vor einem Jahr haben wir von Hostess die Twinkies und noch irgendwas anderes. Hostess sind ja die Dinger, die auch die Twinkies und die ganzen... Ja. Snowballs und so weiter. Snowballs war das, genau. Snowballs war das. Gibt es das von Getränk? Ist ja wild. Ja, gab es. Oder gibt es tatsächlich. Das haben wir uns letztes Jahr auch hinter die Binde gekippt gehabt. Schmeckt es nach Eislatte oder nach Honeybun? Das ist ein Eislatte mit diesem Honeybun-Geschmack. Was ist ein Honeybun? Das ist auch von Hostess. Das ist genau dieses. Ja, aber das habe ich noch nie gesehen. Weiß ich gar nicht, nach was soll das schmecken? Also wahrscheinlich nach Honig und Honigbrötchen? Ich glaube ja, und die Ding-Dongs. Genau. Das wird wahrscheinlich nach Schokolade oder so schmecken. Das sind genau die Sabahose oder so. Da, genau. Ich habe mir unter Honeybun kann ich mir gar nichts vorstellen. Wir hatten letztes Jahr, also vor ziemlich genau einem Jahr, die anderen beiden. Und dann habe ich die im Januar gekauft gehabt, als es sie in Portland bei uns noch gab. Und jetzt können wir uns die Scheiße halt einfach mal rein. Ich bin gespannt. Auf den Honeybun habe ich am meisten noch. Wir haben zu Weihnachten übrigens auch noch mal als Twinkies. Mhm, die, stimmt. Aber diesmal nicht als Getränk, also wir machen genau, was ganz anderes. Es gibt so Weihnachts-Edition. Genau. Dann könnten wir so einen großen Hostess-Test machen. Die haben krasse Sachen, ne? Ja. Das ist in den USA sind die, glaube ich, richtig groß. Übel groß tatsächlich, ja. Also da ist das nicht so wie bei uns hier im Milka oder so, da gehst du halt da und kaufst einfach Hostess. Irgendwas. Genau, richtig, ganz genau. Das wäre tatsächlich mal voll geil. Es wird, wenn man natürlich die ganze Packung kauft, ist schon extrem teuer. Ja. Aber man kann die auch einzeln kaufen. Ja, stimmt. Muss man mal gucken, dass wir irgendwie mal ins Haus des Streets gehen und dann da mal... Oder man bestellt die halt, ne? Ja, müssen wir mal gucken, ob man die Dinger bestellen kann. Aber dann wären halt diese Getränke auch geil gewesen dafür, aber die kriegt man ja bestimmt auch nochmal irgendwo. Das stimmt, die Getränke nochmal, also nochmal ja, dazu und dann genau. Halt irgendwie, keine Ahnung, du probierst so ein Ding-Dong und dann probierst du ein Ding-Dong und dann haust du dir halt nochmal das Ding, also das Getränk halt rein. Also einmal das Essen und dann das Getränk. Und dann ja, auch geil jetzt einen Vergleich zu haben, aber scheiß drauf, machen wir dann später irgendwann. Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit Ding-Dongs, weil ja. Ich habe Honey-Dings am meisten noch drin. Ich, wie gesagt, das machen wir. Was ist? Ich hab kein Teil. Ich wollte gucken, wie so ein Honey-Bun aussieht, also richtig, außer dieses kleine Bild davon. Ja, kann man machen. Aha. Ja. Drei, guck mal, kann man einzeln bestellen. Voll groß sogar, ne? Sieht zumindest groß aus. Ja. Ja, die haben hier oben so einen ganz wilden Verschluss. Kein Deckel? Ja, doch, aber so. Du musst den erst. Du musst erst ein Achievement dafür haben. Du musst ihn erst. Du musst erst reinschalten. Ja. Ey, diese Deckel, ne? Boah, das liebe ich ja an Amerika. Was denn? Die gehen so smooth zu. Ich riech mal dran und dann riech ich dran und dann musst du die Flasche einfach nur mal zumachen. Was? Boah! 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 Ey, das riecht so wild! Das riecht. Oh, fuck, auch irgendwas von Milka. So kleine, die haben auch so kleine Kuchen. Kennst du diese Milka-Kuchen? Die sehen auch genauso aus. Tender. Die sehen ähnlich aus. Tender. Genau, so riechen die. Also so riecht das Ding. Die Ding-Dongs. Die Ding-Dongs. Mach zu. Wie smooth das geht. Ja. Es gibt was, was noch so riecht. Wie. Ein ganz süßer Kuchen vom Bäcker? So eine Donauwelle. Ich kenn nur diese Tinder. Das riecht auch geil. Riecht auch so ein bisschen wie so ein Monster Java. Riecht aber gut. Also, aber absolut geil. Das riecht hier. Wie wenn du so einen Kuchen hast und diese Zuckerperlen obendrauf riechst du extrem. Einfach kenn ich den Geruch so hart, ne? Ich auch. Ist das ein Oreo-Shake von Burger King? Nee. Ich kenne den Geruch. Irgendwas von Milka. Ich weiß nicht ganz genau, ob es aus. Ich glaube irgendwie. Oder sind das diese kleinen Monte-Dinger? Kennst du die Shakes? Nein, diese Waffeln. Diese, ja. Kennst du die? Und diese Monte-Snacks? So riecht das auch ein bisschen, glaube ich. Das riecht aber auch wie ein Getränk. Doch, Mann! Boah, schmeckt einfach an, wie es riecht. Ja. Ey, was wir schon für ein wildes Kram hier vorgestellt haben, ne? Das Ding ist, schmeckt sogar dieses Weiß in der Mitte raus, finde ich. Ja. Diesen Schaum. Schon lecker. Das Ding ist jetzt halt schwierig in der Umsetzung, weil wir wissen nicht, wie diese Dinger schmecken. Ja, das ist das Problem. Deswegen wollte ich das eigentlich aufnehmen mit jemandem, der die Dinger schon mal sich reingeschraubt hat. Aber dadurch, dass sie jetzt schon ja bei mir stehen, wollte ich sie auch mal verhaften. So, Milch vor allem. Nesquik-Getränk, dieses fertige Nesquik-Getränk. Ja, Nesquik ist auch ein Motto, oder? Nee. Nesquik auch. Oh. Nesquik hat auch wilde Sachen. Aber in Deutschland gibt es auch so Milka und Nesquik und so hat auch schon ein paar geile Sachen. Oder Kinder, ich finde Kinder hat auch wilde Sachen. Milka ist auch in den Staaten weit verbreitet. Das stimmt. Ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Dass ich glaube, ich. So, obwohl, wenn die richtig. Weiß ich nicht. Refrigerator. Ich bin immer so ein. Ob ich mir sowas im Sommer rein würde, auch wenn es Eiskaffees sind. Nee. Also Eislatte, klar, könnte gekühlt auch schmecken.
Wo ich mir, kennst du dich hier von die Bären, wie heißt die? Bärenmarke, heißt die so? Heißt die so? Ja, die heißt Bärenmarke. Da, diesen Eiskaffee, den hab ich auch mal rein. Also das ist auch der einzige Eiskaffee, den ich mir rein brauche. Ja, aber da ist auch mehr Kaffee als, als Milch dazu, genau. Das, der schmeckt ja auch wirklich gefühlt nur Kaffee. Ein bisschen ein kleiner Schuss Milch. Weil es halt nur Kaffee ist, wenn es jetzt Kaffee mit, weiß ich nicht, sonst. Und ich finde halt immer, Milch ist kein Sommerding. Nein, haben wir eben schon mal den Masse. Milch, Milch ist für mich, das geht nicht. Also das ist halt eigentlich Sommer. Vor allem stell dir mal vor, du lässt das Ding in der Sonne stehen und dann drehst du es noch und dann wird ja auch richtig schlecht, kriegst du noch Salmonellen oder so, Alter. Es ist ja zum Beispiel diese Starbucks-Dinger, die es jetzt auch mit Weihnachtsedition. Ja, die sind glaube ich auch wild. Die könnten wir uns auch mal reinrennen. Aber es ist halt auch was, was ich nie. Es gibt keine Sommeredition von Starbucks, so weißt du. Ja, nee, weil ich halt Kaffee machen. Genau, weil ich mir halt auch nichts im Sommer. Unter Sommer stelle ich mir keinen Kaffee vor. Also ehrlich, nee. Ja. Außer Eiskaffee. So, jetzt Hannibal. Ich bin sehr gespannt darauf, ne? Ich stell mir vor, dass es so nach Honig und so riecht. Abfick. Haben wir es gescheckt? Oh. ja, der Kork. Boah. Boah, weiß ich nicht. Irgendwie riecht der komisch. Der riecht nach Zimt. 1:1 Zimt. Also wenn ich das rieche, denke ich direkt an Weihnachten. Alter, der riecht, wenn du jetzt in Norfolk, aber riecht ein bisschen schlecht. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Also so schlechter, also weiterhin Zimt. Riecht, also keine Ahnung, ich weiß, der riecht schlecht. Der riecht 1:1 nach Zimtkaffee. Schlechter Zimtkaffee, der 2 Jahre steht. Geil, wir kriegen gleich so eine Krankheit, ne? Ich habe echt, also ganz ehrlich, es riecht nicht, das... Boah, Alter, wenn du gerade so... Also es ist schon weihnachtlich, oder? Würde das eine Weihnachtsedition sein, würde ich es akzeptieren. Jetzt geht's, riech mal. Also vielleicht übertönt doch einfach der andere da doch irgendwie. Ich riech mir dein Parfüm mit dir. So, da bin ich ja. Das riecht 1:1 nach Zimt. Ich finde, jetzt geht's. Zimtschnecke, Nussknacker, keine Ahnung. Ich finde aus der Dose. Oh, aus der Dose. Ja, ich hab auch Dose gesagt. Aus der Pulle riecht's anders als hier im Glas. Ja, hier riechst du. Oh, hier, Alter, so voll die Stückchen. Ja, das habe ich eben nämlich auch schon hier gesehen, habe ich nämlich auch. Überleg mal, wie der Java war, der Russian. Den muss ich noch filtern, ne? Den machen wir gesiebt ein paar Mal. Dreimal über mich, ja. Beide. Wird bei denen ja nicht anders sein. Ich bin mal gespannt, den könnte man sich für die 900 reinballern, bin ich ehrlich. Ich zähl mir so mal. Naja, wir brauchen nur noch 46. Oh, weiß ich nicht. Ich trau mich nicht so. Digga, mit dem Milchstück. Hat der Kork immer, egal was. Oh, doch. Boah, überzeugt doch, riecht deutlich, der schmeckt deutlich besser. Besser als er riecht. Schmeckt nach Zimt, ja. Nur nach Zimt. Also nach was anderem schmeckt er nicht. Also so Honey. Deswegen weiß halt auch nicht, wie die Dinger schmecken. Ja, aber die sind natürlich besser Honig schmecken als das Ding jetzt hier. Ja, aber vielleicht schmecken die ja, vielleicht haben die auch so einen Zimt-Eigengeschmack oder so. Vielleicht ist da einfach roh die Glasur oben drauf mit Honig. Das kann weiß natürlich auch sein. Besser weiß ich vielleicht so. Vielleicht ist das ein Zimt, so ein Haus-Test, das so ein Zimtbrötchen oder so, keine Ahnung. Wir müssen mal so ein Haus-Test machen. Haus-Test. Ja, was soll ich denn sagen? Ist so in Ordnung. Überzeugt mich auch trotzdem nicht zum Kaufen. Nee, also kaufen will ich mir nicht. Hier kommt viel mehr Kaffee auch durch als da. Ja, das hat nur nach Schokolade. Das hat null nach Kaffee geschmeckt. Haben die anderen beiden nämlich auch nicht, die mit den Snowballs und mit den Twinkies. Alter, ich sehe das nachher schon, ne? Steht bei Marco auf einmal voll dünn für Weihnachten. Die ganze Zeit zum Mac ist auch. Die anderen beiden waren extrem übel hammermäßig geil. Der war richtig geil. Der ist, also, er ist auch okay. Ja, es ist schlecht. Keiner schlecht, aber der überzeugt mich trotzdem am wenigsten, muss ich sagen. Ich glaube aber, diese verstärkte Kaffeenote kommt durch dieses Zimtige. Weiß ich nicht. Irgendwie hat er immer noch so ein bisschen schlechten Geschmack. Wenn du rülpst, kommt immer noch ein bisschen. Weiß ich nicht. Würde Elmo sich so einen vor Kamera reinballern oder was? Wenn ich die Kamera mitnehme? Ja, safe. Echt? Wenn schon, ja. Dass ich ihn da kippen würde. Ja, was sagst du? Haben wir den bewertet schon? Jedenfalls gebe ich dir eine 10 von 10. Den würde ich mir absolut wieder reinballern. Dem gebe ich eine 7. Weil der relativ schwer runter zu trinken ist. Also da kann ich mir keine 405 Liter von reinschrauben. 250 würden wieder gehen, so als kleine Weihnachtsedition oder so. Das Ding ist, es kann natürlich auch sein, dadurch, dass wir den hier gerade schon ein bisschen was getrunken haben, dass halt da umso weniger, dass es umso schwieriger runtergeht. Weißt du? Ja, glaube ich aber nicht, weil wir hatten auch den Java vorher und der ging auch gut. Ja, aber der Java ist auch deutlich dünnflüssiger gewesen. Das meinte ich ja. Der war halt, ja, okay, das ist halt, du auch das ist halt hier wirklich halt milchig, ne? Also der. Ich würde dem auch eine 10 von 10 geben und dem hier. Würde da Zimt draufstehen, würde ich das mehr akzeptieren als mit Honeybun, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und ohne die Stückchen da drin. Und ja, gut, boah, das ist glaube ich dem Alter geschuldet. Aber wie gesagt, so, wäre das eine Weihnachtsedition? 6 von 10, 5 von 10, 6 von 10, keine Ahnung, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sag 5 von 10. Wäre das eine Weihnachtsedition? Ich würde es akzeptieren. Also wenn ich ein Geschenk bekomme, würde ich ihn auch trinken. Aber ich glaube, kaufen würde ich mir den nicht.
Wir werden Elmo die jetzt einfach geben. So, wir haben jetzt einen Special Guest. Wir haben Miguel anstatt Elmo. Scheiße. Das glaube ich, das, nee, das schmeckt nach Scheiße, ne? Also das mochten wir beide auch nicht. Weiß ich nicht, Alter. Brauchen wir es? Probier. Malte. Nein. Scheiße. Ding-Dongs. Ding-Dongs. Das Dicker würde ich sogar weghauen, da bin ich ehrlich. Das riecht man auch einfach. Ja. Das schmeckt schon besser, aber... Ja, aber? Das hier ist so komisch. Ja, das schmeckt auch mehr nach Zimt als nach Honig, finde ich. Honig hat es null. Na, die Ding-Dongs. Also wenn ich was trinken würde, dann das? Ja, das ja, auf jeden Fall. Das, nicht. Das war ein Würfel von Miguel. Wie viel, was würdest du geben? Hä? Ja, dann den hier eine 4 und den hier, wenn nicht, eine 8. Das ja. Kommt eigentlich ziemlich gut hin mit dem, was wir hatten. Hatten wir auch. Wir hatten, ich glaube, bei dem hatte ich auch 5 gesagt, bei dem 7 oder 8. Ja. Und jetzt Cindy. Cindy. Einmal bitte liken, kommentieren und ein Abo dalassen. Das ist kostenlos. Danke.